Warum bin ich eigentlich auf der Mission, auf der ich bin? Ursprünglich ist es so, ich habe Krankenhausarzt gelernt. Ausbildung, Facharztausbildung zum Narkosearzt gemacht. Ich habe ein paar tausend Narkosen in meinem Leben gemacht und so eine Arbeit, die ich immer gern gemacht habe. Das war eine familienfreundliche Arbeitszeit, zumindest außerhalb der Bereitschaftsdienste. Also, das habe ich wirklich gerne gemacht. Vor allen Dingen habe ich gerne als Notarzt im Rettungsdienst gearbeitet. Das habe ich über viele Jahre getan und war immer für mich eine sehr befriedigende Arbeit. Allerdings ist es so, sie kommen in Situationen, die sich mitunter über Jahre aufgebaut haben und haben vielleicht einen Verzug von 3 bis 10 Minuten, nachdem sie sich einen groben Plan machen können. Wenn ich ganz kurz nochmal was nachlesen kann, wir müssen sehr schnell Entscheidungen treffen. Und dann habe ich lange Intensivmedizin gemacht. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann war es so, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen besprochen habe, gesagt, wenn jemand 80 Jahre alt wird, das ist doch ein gutes Leben. Weil Menschen, die hochbetagt waren, 90, 95, 100 Jahre und fit waren, so jemanden kannten wir gar nicht. Und es gab durchaus Leute immer mal wieder, insbesondere ein paar Chirurgen, wenn sie auf der Intensivstation jemanden betreut haben, hohes Alter, 94, und sie haben schon gelesen, irgendwo, ah, hier im Endeffekt, hauptsächlich das. Also das war so ein bisschen die Welt, aus der ich kam. Und ich habe das gern gemacht, ich habe das gut gemacht. Ich habe das auch häufig kombiniert. Ich habe zum Beispiel viele Intensivtransporte zwischen Krankenhäusern begleitet, aus einem kleineren Krankenhaus, weil sie am Ende der Fahnenstange waren, entweder zu uns ins große Krankenhaus oder eine andere große Klinik. Und das war fachlich immer fordernd, aber sie wurden sozusagen schon in eine Situation geworfen, die wirklich sehr schlecht waren. Und sie wussten, sie können jetzt vielleicht was verbessern, aber wenn sie jetzt falsch abbiegen, ist das im Großen und Ganzen die Schuld der Vorgeschichte. Doch diese Vorgeschichte, das ist das, was menschlich interessiert. Das heißt, ich habe eine Menge Gespräche damals geführt, meistens mit den Angehörigen, weil auf der Intensivstation sind die Patienten ja häufig sediert oder bewusstlos, können wir so nicht sprechen. Und manchmal aber auch im Rettungsdienst, wenn ich zum akuten Herzinfarkt gekommen bin und jemand war jetzt nicht im Kreislaufstillstand, reden können, ist eine regionale Sache. Und diese eine Frage lautete, warum gerade ich? Warum habe ich diesen Herzinfarkt bekommen? Ich habe immer Sport. In der Situation bin ich gefragt worden, warum hat mein Mann jetzt diesen Darmverschluss, diese Blutvergiftung bekommen? Wir haben doch immer versucht, gesund zu leben, gesund zu essen. Und ich habe den Menschen auf diese Frage das geantwortet, was mein Chefarzt so gesagt hat, was meine Professoren an der Universität früher gesagt haben. Ich habe gesagt, das ist ihr Schicksal. Es sind ihre Gene, hätten sie besser nicht geraucht, hätten sie besser nicht getrunken. Und das ist etwas, was für die Menschen völlig ausreichend ist, um mit ihrem Schicksal Schlag zurechtzukommen. Das heißt, die meisten Menschen erwarten nicht unbedingt eine echte Begründung zu bekommen, sondern irgendeine Begründung. Reicht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich erkläre Ihnen, es gibt eine schöne Studie, die versinnbildlicht das sehr schön. Sie haben eine große Universitätsbibliothek und Sie haben dort Kopierer, die Studenten müssen viel kopieren und für den Versuch sperren Sie jetzt alle Kopierer bis auf einen, sodass sich der aneinander schlange. Und jetzt haben Sie 3 Arten von Versuchspersonen. Die eine stellt sich an und guckt mal, ob sie spontan vorgelassen wird. Das ist fast nie der Fall. Dann gibt es eine Versuchsperson, die sagt, Entschuldigung, ich muss hier was kopieren, muss das in 10 Minuten abgeben. Wenn ich das nicht abgebe, dann falle ich durch das Semester durch und dann finde ich mein Stipendium, ich fliege von der Uni und mein ganzes Leben ist kaputt. Kannst du mich bitte vorlassen? Diese Person wird relativ häufig vorgelassen. Und dann gibt es noch eine dritte Versuchsperson, die sagt, Entschuldigung, ich würde gerne was kopieren, kannst du mich vorlassen? Etwas kopieren wollen alle in dieser Schlange. Weil das menschliche Gehirn überprüft nicht die Logik einer Begründung, die es bekommt.
Das bedeutet, diese Person wird genauso häufig statistisch vorgelassen wie die mit der dramatischen Begründung. Und deswegen können Sie als Arzt, Ärztin auf diese Frage, warum gerade ich, durchaus sagen, das sind die Gene. Es ist für die Leute in dem Moment als Begründung, durch Schmerz, durch Verlust begleitet zu werden, erstmal völlig in Ordnung. Die Schwierigkeit ist nur, je häufiger ich das gesagt habe, desto mehr habe ich darüber nachgedacht. Hoppla, was deine Vorgesetzten immer sagen. Möglicherweise stimmt das nicht. Vielleicht ist es falsch. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was die echte Antwort auf die jeweilige Frage ist. Größte Herausforderung, also ein richtiges Abenteuer. Warum? Ich lese ein so dickes Buch über intensive Medizin. Ich kann Ihnen sagen, da steht das drin. Da steht drin, dass die Blutvergiftung möglicherweise aus dem Darm kommt. Aber warum diese Bakterien dort falsch im Darm in zu hoher Zahl leben, da steht da nicht drin. Da steht wunderbar drin, wie sie es therapieren. Aber es steht nicht die echte, richtige Ursache drin. Und wenn Sie anschauen, was ist die Ursache von dem Herzinfarkt, dann steht da was drin von Rauch, Bluthochdruck und hohem Cholesterin. Aber es wird nicht drin erklärt, warum Sie auch Menschen mit einem niedrigen Cholesterinspiegel haben, die einen Herzinfarkt bekommen, und warum Sie auch Menschen mit einem normalen Blutdruck haben, die nicht Raucher sind oder auch einen Herzinfarkt bekommen. Das steht da nicht drin. Also habe ich gedacht, okay, du hast ein Studium gemacht, die haben dir beigebracht, wie du Bücher liest. Möglicherweise liest du das falsche Buch. Aber guck, was gibt es sonst? Und hab gesehen, naja, es gibt schon Bücher, die das beantworten, aber nicht im Fachbereich. Intensive Medizin, nicht im Fachbereich Notfallmedizin. Da muss ich in Ernährungsmedizin gucken. Da muss ich in funktionelle Medizin, also Ursachenmedizin gucken. Da muss ich in Präventivmedizin gucken. Und ich habe gesehen, naja, diese Fragen sind durchaus beantwortet, nur halt nicht in meinem dicken Intensive. Und ich habe dadurch sehr viel gelernt. Ich habe begonnen, diese Frage genauer beantworten zu können. Und das haben auch andere mitbekommen im Umfeld. Und dann ging es los, dass plötzlich begonnen haben, die Krankenschwestern mich um persönlichen medizinischen Rat zu fragen. Dann haben mich begonnen, die Notfallsanitäter um persönlichen Rat zu fragen. Und irgendwann haben auch meine ärztlichen Kollegen für ihre Krankenhäuser und Angehörigen begonnen, Rat zu fragen. Was will ich gesagt? Viele haben gesagt, ach, du weißt so viel, du musst ein Buch schreiben. Ich habe gesagt, nee, ich bin ja Krankenhausarzt, was soll ich hier ein Buch schreiben? Und einige haben gesagt, naja, aber du musst es doch, das kann doch, vielleicht möchtest du das einfach nur noch machen. Und ich habe gesagt, ja, wie soll das gehen? Und eigentlich mache ich doch hier Intensivmedizin, das ist doch meine Aufgabe. Also, die haben was in mir gesehen, was ich vielleicht zu den Zeiten noch nicht so richtig gesehen habe. Daher ist es aber so gewesen, dass ich in Kontakt mit wirklich guten Mentoren gekommen bin, Menschen, die da einfach weiter waren als ich. Und eine der bedeutendsten Sachen zu diesem Zeitpunkt war, ich hatte selbst eine durchaus schwere Lungenerkrankung. Und es war häufig so, dass ich als Notarzt mehr außer Atem war, zu meinen eigenen Patienten. Ich bin damals von Lungenfacharzt in der Region gegangen, weil ich wissen wollte, was können wir ursächlich machen. Ich habe extra geguckt, dass ich zu Leuten mit Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin kam. Ich dachte, okay, vielleicht kannst du was gegen deine Lungenkrankheit machen. Du sagst, nee, dann kannst du nichts machen. Das ist eine chronische Erkrankung, da kann man Cortison gegen nehmen, muss da mehr nehmen. Ich nahm schon relativ viel Cortison, das hat nicht so gut funktioniert. Gleichzeitig habe ich aber auch durchaus gesehen, dass die Ernährungsmedizin, zu denen ich kam, so einen Körper behalten. Ich dachte, okay, du hast es auf dem Papier stehen, aber eben tust es nicht. Das heißt, vielleicht ist das, was du mir sagst, dass ich eine Lungenerkrankung durch Ernährung nicht wegbekomme. Vielleicht ist das falsch. Und dann hat mir einer neuen Mentoren beigebracht, dass das englische Wort Research davon kommt, dass wer anders etwas schon mal rausgefunden hat und ich es nur wiederfinden muss. Research. Noch einmal suchen. Und gleichzeitig habe ich mich in eine andere Weisheit
Erinnere, wie der heißt, die Hälfte des medizinischen Wissens ist falsch, wir müssen uns lächeln. Also habe ich beschlossen, okay, du machst dich jetzt mal auf die Suche. Und ich habe lange, lange geschaut durch medizinische Datenbanken, durch Fachliteratur, bis ich einen alten sowjetischen Text, der war über 50 Jahre alt, gefunden habe, Natriotherapie. Und ich habe das gelesen, da geht es viel um Kohlenstoffdioxid. Und ich habe gedacht, okay, als Narkosearzt hast du den ganzes Leben lang bei jeder Narkose Kohlenstoffdioxid notiert. Jeder Intensivtransport hat das von mir 5 Minuten Abstand aufgeschrieben bekommen. Aber ich habe damals nie so richtig verstanden, was das macht. Das bringen nämlich die guten Bücher leider nicht bei. Die bringen ihnen bei, wie sie es zur Therapiesteuerung verwenden, aber sie bringen ihnen nicht die echten Ursachen bei. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, dass meine Lungenerkrankung daher kam, dass ich dysfunktional falsch geatmet habe und meine CO2-Spiegel zu niedrig war. Dann habe ich gedacht, okay, das ist einleuchtend. Du musst jetzt einfach nur machen, was die damals gemacht haben. Das hat es vielleicht nicht in unserer Erkrankung geschafft, aber es klang wissenschaftlich gut. Ich habe es gemacht. Es hat 6 Wochen gedauert. Ich war mein Notfallspray los. Es hat nochmal 6 Wochen gedauert und ich habe keine Kortison mehr eingenommen. Wenn ich dann nochmal zu meinem Facharzt gegangen bin, hat er gesagt, Sie haben ja gar keine Lungenerkrankung. Ich sage, Kollege, Sie haben das noch diagnostiziert. Ich glaube, die Tests sind unauffällig. Ich sage, ja, ich habe da Atemtherapie gemacht. Und sage, Atemtherapie, das kann ich sagen. Natürlich. Und eigentlich war bei vielen Notfachärzten. Ich habe diese Diagnose. Ich habe die nur, weil ich was in die Ursache gedreht habe, verändert. Und diese Veränderung hat mir beigebracht, dass, wenn ich in der Lage bin, mich zu ändern, ich nicht nur den Menschen etwas über die Ursache erklären muss, sondern ich kann ja wirklich wahrscheinlich die Ursache ändern. Und das hat mich dazu gebracht, diese Schwelle zu überschreiten und zu sagen, Krankenhaus ist vielleicht nicht meine Zukunft, gründe meine eigene Praxis und mache nur noch Ursachenmedizin. Nun, das habe ich gemacht. Ich habe meine Krankenhausstelle auf Nachtschicht reduziert. Ich habe als Facharzt 10 Tage im Monat die Nachtschicht auf der Intensivstation gemacht. Das hat ausgereicht, um meine Hausrate zu zahlen, um Lebensunterhalt für meine Familie aufzubringen, aber schien mir übrig und hat mir einziges Büro gemietet im Bürozentrum und in der Praxis mache ich funktionelle Medizin, die nach den Ursachen von Erkrankungen schaut. Und tatsächlich war es so, ich habe eine Menge Umruf bekommen, wie kannst du die Krankenhauskarriere schmeißen und noch ein paar Jahre, dann bist du Chefarzt in ein Krankenhaus und du hast doch alle Ausbildungen gemacht und es lohnt sich nicht, weil es war meine Leidenschaft, ich wollte das gerne machen. Ich habe gesehen, die Leute, die kamen, denen habe ich durchaus helfen können. Ging's besser. Aber es war nicht so, dass es diesen Tigersprung gab, den ich mir erhofft habe. Wenn sie jetzt hingehen und sie korrigieren mit dem ND-Spiegel, geht es den Leuten, glaube ich, besser. Warum sagen wir 5% besser? Und wenn sie mit vielen Sachen dieser Art arbeiten, sie korrigieren mit dem ND-Spiegel, sie gehen an die falschen Fettsäuren dran, sie sorgen für die richtige Menge an Omega-3-Fetten und, dann wird es besser. Es passiert nicht so richtig die riesengroße Veränderung. Das heißt, das Erste, was ich gemerkt habe, ist, zu mir kamen, waren Menschen mit Autoimmunerkrankungen und ich habe herausgefunden, dass sich Autoimmunerkrankungen durch besser machen, aber nicht wirklich heilen kann. Ich habe die Lebensqualität der Menschen verbessert. Aber erstens war ich selbst bei weitem nicht so fit, wie ich die Leute bekommen wollte. Und ich habe auch gedacht, naja, du kannst wirklich an dieser Lebenserwartung, ich habe eigentlich was über die 80 Jahre alt. Ich habe nicht gedacht, dass ich nicht groß würde verändern können. Und dann war es aber so, ich habe Kontakt mit einer Patientin gehabt, junge Dame, Medizinstudentin, die eine fortgeschrittene Multiple Sklerose hatte und wo wir uns überlegt haben, okay, was können wir tun dagegen? Sie wusste, mein Wissen ist beschränkt, das Wissen der Medizin ist beschränkt, sie können zwar alle möglichen Medikamente einsetzen, aber die haben gravierende Nebenwirkungen. Meistens funktionieren die gar nicht so gut, manchmal schon, aber besser nicht etwas den Verlauf, sie können diese Krankheit nicht umgehen.
Ich habe begonnen, wieder zu recherchieren und zu lesen und habe da das erste Mal in ganz alter Literatur etwas über Nektine gelesen, also bestimmte Antinährstoffe. Und genauso wie zuerst bei Atemtherapie habe ich gedacht, hoppla, das klingt alles ganz einleuchtend. Das macht total Sinn. Warum sollte eine Pflanze gerne gegessen werden wollen? Bestimmt nicht. Dass die Gifte hat, dass sie nicht gegessen wird, ist doch total logisch. Ja? Andere Pflanzen sehen wie die Dornen, wir sehen die dicke Schale. Bei Pflanzen, die das nicht haben, ist es nur logisch, dass da ein Gift drin ist. Ich möchte zum Beispiel an eine unserer bekannten Apotheke erinnern. Meine Frau, oh, Christian, da musst du aufpassen. Ich habe noch im Garten ein extra Nachtschattengewächs. Das könnte giftig für die Kinder sein. Ach, das ist giftig. Erstens hast du nur für Medizin gedacht. Vergiftung ist absolviert, hast du schon häufig therapiert. Aber Nachtschattenvergiftung, die habe ich sowieso noch welche als Notarzt erlebt. Also das wird sowieso nicht vorkommen und wenn, dann kann ich das tun. Das heißt, ich habe das anfangs nicht ernst genommen, weil der Ärzte, als ich das gelesen habe und verstanden habe, dass Nachtschattengewächse sie halt eben in der Regel nicht umbringen, sondern ihnen Gelenkschmerzen machen und ihnen diesen Brain Fog machen und Autoimmunerkrankungen treiben. Das habe ich gedacht, okay, da bist du vielleicht was drin. Wir haben es mit den ersten Leuten begonnen zu machen und haben richtige Fortschritte gesehen. Wir haben plötzlich gesehen, wie Menschen innerhalb von Wochen ihr Leben umgedreht haben zu. Ich habe gesehen, wie ich plötzlich in der Lage war, Entzündungswerte mich ein bisschen zu senken. Ich habe gesehen, wie ich Entzündungswerte nullen konnte. Völlig fasziniert. Ja, habe ich noch viel gelernt, viel gemacht und das noch besser. Ich hatte besser als so, weil da hatte ich einen Schlüssel gefunden. Und der zweite Schlüssel war, ich hatte diese Atemtherapie gemacht. Damit war ich meine Lungenerkrankung losgeworden und es ging mir noch nicht richtig gut. Das ist aber so, dass in dieser Atemtherapie jetzt darum, Zielwert, wie hoch ist Ihr CO2-Wert oder wie lange können Sie stressfrei die Luft anhalten? Ich wusste, ich hatte bei weitem noch nicht richtig gute Werte. Ich hatte so viele, um meine Erkrankung wieder zu kriegen. Das war aber das Maximum, was ich mit dem, was ich gelesen hatte, selbst erreichen konnte. Und dann habe ich mich begonnen, in der Welt umzuschauen und geguckt, wer kann das richtig gut. Und habe mir die Menschen erst im deutschen Sprachraum, dann international gesucht, die die besten sind, haben es geschafft, diese Kontrollbasis, wie kann ich Stress für die Luft anhalten, von ursprünglich 2 Sekunden mit zu krank. Dann war ich auf guten 20 Sekunden angekommen und damit war meine Lungenerkrankung weg. Ich habe es geschafft, die Werte, wo der Zielwert liegt, bei 60 Sekunden ein bisschen höher zu bringen. Ich habe gemerkt, okay, plötzlich, du kannst viel mehr. Ja, du kannst in der Form deines Lebens sein, du kannst fit sein, als du vor 15 oder 20 Jahren sogar warst. Und dann habe ich das erste Mal richtig gesehen, okay, die normale funktionelle Medizin ist schön gut, sie kann vieles machen, ein bisschen mehr Vitamin D geht es den meisten ein bisschen besser, weil sie müssen die wirklichen, echten Ursachen verstehen. So habe ich über Jahre sammeln dürfen, was gibt es alles für Ursachen von Erkrankungen, so dass ich auch glaube, dass ich das erste Mal zu dem Zeitpunkt begonnen habe, die Fähigkeit zu entwickeln, jemanden nicht nur dazu zu bringen, sich besser zu fühlen, sondern so grundlegend was an der Gesundheitssituation zu ändern, dass wir wahrscheinlich in der Lage sind, wenigstens die Gesundheitsspanne, wie lange bin ich gesund, im Leben auszudehnen. Aber ich habe begonnen, mich sehr für Langlebigkeitsmedizin zu interessieren. Ich glaube, wir können auch ein bisschen die Lebensspanne ausdehnen. Was ist eigentlich nicht mal das Wichtigste? Wichtig ist, wenn ich diese Gesundheitsspanne ausdehne. Das heißt, wenn wir eingangs in die Sache kommen, gesunde 95 gibt es das? Ja, das gibt es und es gibt noch viel zu wenige davon. Aber es gibt sie, weil die meisten diese Entwicklung den Zufall belassen und sagen, ja, das sind die Gene. Aber das sind nicht unbedingt die Gene. Na klar, wenn sie die falschen Gene haben, werden sie nicht die Möglichkeit haben, 95 zu werden. Das weiß ich auch. Weil sie die richtigen Gene haben, können sie so viele Dinge falsch werden, die ihnen das nicht ermöglichen werden, gutes Gedächtnis zu behalten oder leistungsfähig zu bleiben. Aber das ist letztlich meine Leidenschaft geworden. Nicht um den Preis ewig zu leben, sondern ich habe immer gedacht, wenn ich in der Intensivmedizin, wenn ich in der Notfallmedizin gegen den Tod kämpfe, ist es dort ein Kampf, den ich austragen, gewinnen kann. Und ich habe gelernt, ich muss den Kampf 10, 15, 20 Jahre früher führen. Und wenn ich den richtig führe, gewinne ich den Leuten wirklich Gesundheitsspannung, die etwas hängt. Tja, und dann kam Corona. Ich habe Intensivmedizin gelernt und im Krankenhaus haben Kapazitäten
gefehlt. Nein, ich wollte nicht. Nein, ich wollte. Ursache mir den Zähnen nach. Ich stimme in der Praxis hin, weil das war, wofür ich brannte. Aber klar, ich habe meine Verantwortung gesehen. Ich habe dort im Nachtdienst gearbeitet in der ersten, zweiten Runde Welle, insbesondere weil damals auch viele der indischen Kollegen im indischen Lockdown fest hingen, die eine Ressource. Aber dann habe ich das erste Mal selbst richtig gespürt. Was ist der Unterschied? Früher Nachtdienst hat für mich bedeutet, ich bin immer krank geworden. Ich mich immer verunfallt. Und jetzt, nachdem ich all diese Sachen wusste, nachdem ich all diese Sachen für mich selbst implementiert habe, bin ich fit aus diesem Nachtdienst nach Hause. Und es war meine Verantwortung, nachts eine gute Zeit zu arbeiten. Aber trotzdem habe ich mindestens einige Tage, die ich schon in meiner Praxis fortführen kann, wo ich auch dort verantwortlich für meine Patienten. Und ich habe gesehen, meine Kollegen sind gegen 2, 3 Uhr nachts völlig weggebrochen. Eine Woche und ich nicht. Und ich habe natürlich viele Sachen gemacht, die dann untypisch gefasst hat. Ich habe bestimmte Sachen mit Metonin gemacht, mit Atemtherapie gemacht und so. Aber ich habe gesehen, plötzlich, du kannst ein völlig anderes Leben führen, als der Standardplan für die Menschen vorsieht. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt beschlossen, also erstens war, warum gerade ich Gespräche, finde ich dann wirklich unangenehm, weil ich den Menschen zu dem Zeitpunkt sagen konnte, naja, jetzt habe ich jetzt geglaubt, eigentlich ist das Ganze hier unnötig, wenn sie 10, 15 Jahre früher was anderes gemacht hätten. Gut, vielleicht hätte man es damals auch nicht besser gewusst. Aber es ist ja wirklich vermeidbar gewesen. Das ist richtig schmerzhaft, wenn sie das hier erzählen müssen. Wenn sie nicht glauben selbst, dass das die Gene sind, sondern sie glauben, es sind Sachen, die einfach irgendwo falsch gelaufen sind, von jemand falsch abgehoben ist. Also das ist etwas, was für mich wirklich richtig schmerzhaft war. Viel schmerzhaft als die ganze Corona-Geschichte, ehrlich gesagt. Und dann habe ich beschlossen, okay, meine Aufgabe ist es nicht nur, diese Praxis zu machen, einen Krankenhausjob komplett zu kündigen und zu sagen, ich habe euch da geholfen. Jetzt kommt er an einem Zeichen, ich mache mein eigenes Ding. Sondern viel wichtiger war für mich, dass ich beschlossen habe, ich möchte es ein bisschen verbreiten. Es geht nicht darum, dass ich in der Praxis, mittlerweile haben mich 2 eingestellte Ärztinnen, die das zusammen machen, letztlich können wir nur eine beschränkte Zahl an Patientinnen und Patienten betreuen. Es geht vor allem darum, dass wir uns viel Zeit nehmen und uns gleichzeitig sehr gut konzentrieren können. Deswegen kann jeder von uns maximal 16 Patienten pro Woche sehen und damit ist die Menge an Patienten, die wir betreuen können, wirklich limitiert. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ein paar Sachen gelernt, insbesondere über Ernährung, insbesondere über Atemtherapie und auch über Langlebigkeit, auf denen ich nicht sitzen bleiben möchte für ein paar, jede 100 Menschen. Sondern ich habe beschlossen, wie kriegen wir das raus? Wie kann ich dieses Wissen verbreiten? Und mittlerweile gebe ich vermehrt Interviews, ich habe vermehrt Vorträge, aber vor allen Dingen haben wir uns für ein Instrument entschieden. Ich habe gesagt, wenn ich Marketing mache, möchte ich keine normale Werbeanzeige schalten. Wir möchten kostenlose Videokurse verbreiten, von denen ich weiß, dass 99% der Menschen, die den sehen, entweder viel zu weit von uns weg wohnen oder sich eine Betreuung uns in der Praxis 1:1 nicht leisten können, nicht leisten wollen. Aber das Wissen kann ich trotzdem an alle verteilen. Und dann haben wir begonnen, Anfang 2022 angefangen, dass ich gesagt habe, das, was ich besonders gut kann, kriege ich das in strukturierte, digitalisierte Gruppenprogramme eingebracht, um das Wissen deutlich günstiger zugänglich zu machen, dass jemand trotzdem diese gleiche Transformation, wie wir es in der Praxis hinbekommen, auch online durchlaufen kann. Ursprünglich haben wir Programme eigentlich gemacht für die Leute in unserer Praxis, dass die erfolgreicher werden, was gut zu wissen mag. Ich dachte, okay, ich kann so auch zum günstigen Preis nach draußen tragen. Das heißt, das ist letztlich meine Mission, was ich mache. Ich möchte wegbereiter für ein gesundes Leben sein und ich möchte, dass meine Community sie also genau das Gleiche machen. Ich möchte sie mitreißen dazu, zu wegbereitern für ein gesundes Leben zu werden, dass sie die Kunde darüber, dass es Möglichkeiten gibt, viele Erkrankungen in Remission zu bringen, dass sie deutlich fitter werden können als vor 10, 15 Jahren, dass sie durch den Wegfall von Ursachen von Erkrankungen tatsächlich Langlebigkeit
erreichen kann. Das ist meine Mission, dass sich dieses Wissen verbreitet und dafür stehe ich gerne bereit, die Impulse zu setzen, die es braucht. Aber es ist eine Aufgabe, die kann ich natürlich auch nicht alleine machen, weil ich finde, es verdient jeder, zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, zu wissen, dass Ernährungsinterventionen sehr hilfreich sind. Es verdient jeder, der eine Lungenerkrankung hat, sich zu leisten, dass man da was gegen machen kann. Und zum Beispiel insbesondere im Non-Covid-Bereich. Das war ja auch einer so der schlimmen Learnings aus der Corona-Zeit, als wir das behandelt haben, sind die Leute mitunter langfristig krank geworden. Sie haben auch ein paar Menschen, die den Impfung nicht vertragen und krank geworden sind und dadurch. Und was die meisten Ärzte und Ärzte nicht sehen, ist, dass die Menschen alle ein Atemproblem haben. Wenn sie das Atemproblem lösen, lösen sie fast immer diese wirklich mitunter behinderten Folgen. Und das ist meine Mission geworden, das zu verbreiten. Und deswegen möchte ich das mit Ihnen gemeinsam machen, mit Ihnen gemeinsam vorantreiben. Also lade ich Sie ganzheitlich ein, werden noch Sie zu einem Wegbereiter, einer Wegbereiterin für ein gesamtes Leben. Machen Sie das mit mir gemeinsam.